Ja, Gott zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII, wo wir hier in Wutai sind. Wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob es hier noch was zu tun gibt. Ich denke aber schon. Also in der Pagode haben wir noch gar nichts getan. Und mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen, oder? Die fünfstöckige Pagode. Pagode. Die Pagode. Die fünfstöckige Pagode dort drüben wird die Pagode der fünf mächtigen Götter genannt. Die fünf Götter sind Macht, Geschwindigkeit, Zauber, Krieg und Omni. Letztere besitzt die besten Eigenschaften aller. Seit Generationen beten wir in Wutai Dakao, den Wassergott, an. Nach der Legende wird das Dorf von Dakao, dem Wassergott, und den fünf mächtigen Göttern beschützt? Er meint Götter, oder? Aber in der letzten Schlacht erging es uns nicht gut. Vielleicht basiert unsere Glaube auf nichts weiter als Legenden. Das ist schön. Das hatten wir schon mal. Okay. Wenn nur Leute aus Wutai in den Turm dürfen, dann ist klar, wer mit muss. Entschuldigung, meine Nase juckt gerade fürchterlich. Ich vermeide es zu niesen. Das ist übrigens schrecklich ungesund. Nicht nachmachen. Ah, jetzt plötzlich ist die Nase verstopft. Super. Naja, selber schuld. Ich würde tatsächlich dann so machen. Wobei ich mir nicht sicher bin. Erstmal hier ausruhen. Wow. Der macht ja viel Schaden. Tja, was gebe ich dir? Gift gebe ich dir. Materia. Ja, die Frage ist, musst du allein auf die Pagode? Oder... Weil wenn du allein auf die Pagode musst... Ich bin mir einfach nicht sicher, ne? Ich gebe dir erstmal Schutz von Barrett. Wir machen erstmal einen 1-zu-1-Tausch, soweit es geht. Alles geht ja nicht. Wie viel Platz hast du denn da noch? Zwei. Da ist wahrscheinlich Erde die bessere Wahl oder Shiva. Vielleicht auch Feintechnik zum was lernen. So. Ich bin mir natürlich alles andere als sicher. Wenn sie alleine hoch muss, dann würde ich ihr natürlich von Tifa lieber noch den Heilzauber geben. Und vielleicht auch Hast von Cloud. Es ist halt nicht klar, ob ein Bewohner von Wutai auch Gäste mitnehmen darf. Yuffie, du oder Yuffie, du kannst nicht in den zweiten Stock. Du musst zuerst mich besiegen. Okay, Yuffie, kletterst du heute auf die Pagode? Ja. Dann bin ich der heilige Gorki, dein Gegner im ersten Stock. Hey, Mann. Also, heute wird das Vorlesen schrecklich. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Hey, man nennt mich Shake. Ich werde deinen Kampf mit Gorki beobachten. Dann fangt an. Oh nee, sie kämpft wirklich allein. Okay,
Kraftmodus. Was zum Geier? Wow. Es war erstmal gut Schaden, ja. Und jetzt natürlich nicht mehr. Da ist jetzt natürlich wirklich die Frage. Jetzt regeneriert er auch noch super. Wahrscheinlich regeneriert er jetzt mehr, als ich Schaden machen kann. Geölter Blitz. Ein Limit, was wir noch gar nicht gesehen haben. Ah, Yuffie. Da bist du noch nicht bereit für. Ist die Frage, ob jetzt ein Game Over kommt. Oder ob wir den Kampf irgendwie schaffen. So oder so. Ja. Spiel beendet. Es ist ja nur meine bescheidene Meinung, aber du musst mehr üben. Gorki ist enttäuscht. Zwecklos, du musst Gorki besiegen. Machst du dich etwa über die Parode lustig? Halt den Mund, halt den Mund, halt den Mund. Okay. Oh. Die bleibt tot. Das ist natürlich sehr drastisch. Okay, dann müssen wir das anders aufteilen. Man hätte es ja auch vorher erahnen müssen. Und vielleicht ist es auch nicht die richtige Taktik, ne? Also, muss man sich jetzt überlegen. Vielleicht müssen wir auch später wiederkommen. Ich würde jetzt Barrett erstmal Erde zurückgeben und auch die Feindestechnik. Alle brauchst du auch nicht. So, Schutz ist schon mal gut. Wiederbelebung. Alleine kann man sich nicht wiederbeleben. Raub. Macht vielleicht Sinn, behalte ich mal. So, von Tifa kriegst du natürlich den Heilzauber. So, jetzt kannst du dich schützen, heilen. Und von Cloud kriegst du noch den Zeitzauber. Und jetzt bräuchten wir noch was zum Schaden machen. Gift ist, glaube ich, eine gute Sache. Und wer war nochmal? Ramu, ne? Ramu war. Oder war das Odin? Ich glaube, es war Odin, oder? Ich muss mal kurz checken. Odin, wo bist du? Waffenattacke. Ja, der war nicht schlecht. So, probieren wir es nochmal. Probieren. Ein bisschen mehr HP wäre auch gut, fällt mir gerade auf. Auf was willst du verzichten für HP? Raub. Raub, komm. So. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Wenn wir jetzt wieder heillos scheitern, aber es gut möglich ist, weil sie einfach sehr wenig Schaden macht, dann würde ich. Also, da tun wir es dir erstmal gleich. Dann würde ich hier später zurückkommen. Darauf wollte ich hinaus. Direkt mal Odin knallen. Ist vielleicht ein bisschen overpowered. Ist mir aber egal. Ja, das ist halt so eine Frage, ne? Also diese Solo-Kämpfe, schön und gut. Aber Yuffie ist natürlich völlig ungelevelt für uns.
Ja, ich heile mich auch mal. Naja, macht einfach nicht genug Schaden, ne? Alleine. Ich würde mal behaupten, dass das jetzt einfach noch kein Kampf für uns ist. Ich behaupte das mal, der macht ja nicht mal ansatzweise. Wüsste ich. Spiegel. Super. Das kann man auch gar nicht zaubern, weil Spiegel bedeutet nichts anderes als, dass alle Zauber abgelenkt werden und zurück auf uns geworfen werden. Gorki kann nicht mehr, immerhin. Ist aber immer noch nicht platt. Ja, wie lang kann er denn nicht mehr? Hm. Na super. Muss man es doch nochmal heilen. Ah, Freunde, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, ja. Die nächsten Gegner werden ja sicherlich nicht einfacher. Aha. So. Ich bin mir da nicht sicher. Hochachtung, Yuffie. Na klar. Ich dachte, du wärst nur ein kleines Mädchen. Aber du hast dich wacker geschlagen. Mal sehen, wie du als nächstes abschneidest. Okay. Ich meine, wir können uns ja den zweiten Kampf zumindest anschauen. Wer ist jetzt dann? Bist du blind? Ich bin hier. Was? Ich soll mit einem Anfänger kämpfen? Hey, Anfänger, ich bin erwachsener als irgend so eine Tussi. Was hast du gesagt? Siehst du, was ich meine? Es ist der Zorn, der dich so unreif macht. Du solltest dir erst gratulieren, wenn du mich besiegt hast. Jetzt pass auf. Das Einzige, was du wirklich gut kannst, ist atmen. Du hast doch den Mut zu kämpfen, oder? Komm, leg los. Endlich hat jemand Gorki das Maul gestopft. Ich denke, jetzt ist Tschekov dran. Jetzt komm ich, du Rotznase. Speed-Modus. Speed-Modus gefällt mir alles andere als gut. Ja, da ist es auch direkt schon zu Ende. Ich sehe es schon. Ja. Na gut. Du kannst erst zum nächsten Stock weitergehen, wenn du Shake besiegt hast. Okay. Also ich würde sagen, das hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass wir hier noch nicht weiterkommen können, zumal noch... Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, 5 Kämpfe, also noch 4 Kämpfe kämen. Ich könnte jetzt Zeit damit verbringen, Yuffie hochzuleveln. Oder wir gehen in der Story weiter voran. Das ist halt jetzt so eine Frage. Ich bin sehr zwiegespalten tatsächlich. Ich glaube aber, dass ich lieber später wiederkomme.
So, jetzt muss ich erstmal... Die Genesung geht wieder an Tifa. Der Zauberzeit geht an Cloud. Der Zauberschutz geht an Barret. Gift hatte wiederum... Tifa, glaube ich, oder? War das so? Ich bin mir gar nicht sicher, aber mir fällt gerade auf, Gegenangriff hatte auf jeden Fall Cloud. Und Raub hatte auf jeden Fall eigentlich auch Cloud. Ach so, hier. Das hat Tifa. Das definitiv. So, was haben wir denn noch? Odin hatte... Eigentlich tiefer. Doof. Das ist richtig doof. Die Anordnung gefällt mir nicht. Das Problem ist, die ist komplett durcheinander gegangen, als uns die Materia geklaut wurde. So, okay. Wir hatten doch hier eine wunderschöne Nebenwirkungseigenschaft. Ach, ist es doof. Ich bin jetzt völlig durcheinander. Also der einzige mit Nebenwirkung hier, das bist du ja. Also das hier ist ja auch völliger Quatsch. Also wenn, dann überhaupt so. Und das ist halt auch Stuss. Wenn, dann überhaupt so. Und eigentlich... ist Zusatzwirkung ja erst mit so einer roten interessant. Freunde... Irgendwas ist hier komplett durcheinander gegangen. Wir können das aber so machen. So, dann ist Tifa jetzt auch für die Wiederbelebung zuständig. Und ich guck mal, welche zusätzlichen Stati das gebracht hat. Überraschend wenig. Naja, gut. Vor Tod schützen ist ja auch gut. Okay. Soweit, so gut. Dann werden wir jetzt Wutai erst einmal verlassen. Wissen aber natürlich nicht genau, wo wir hin sollen. Es war von einem Tempel die Rede. Es war auch davon die Rede, dass wir jemanden fragen sollten, der sich damit auskennt. Aber wer könnte es sein? Sehr gute Frage. Keine Antwort. Wir werden jetzt erstmal zurück zum Tiny Bronco und dann ein bisschen das Meer unsicher machen. Eine Idee hätte ich ja schon, wen wir fragen könnten. Bugenhagen beim Cosmo Canyon könnte das wissen. Könnte. Mal schauen. So, die Mobs hier, gegen die haben wir ja schon öfter gekämpft. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir zaubern können. Und das macht es wahrscheinlich doch schon um einiges leichter. Ich müsste allerdings mal kurz den guten Barret nach vorne holen. Denn der hat gerade keine Fernkampfwaffe. Ich sehe aber auch gerade, schaut euch das mal an, da blinken zwei, ach, ich glaube, das sind meine Gefährte. Das eine ist der Tiny Bronco, das andere ist dieser Buggy. Ah, das kommt, glaube ich, gut hin. So wird das sein.
gute Cloud kann schon ordentlich reinhauen mittlerweile. Hier gibt es wirklich viele Tränke, ne? Also das sollten wir uns wirklich merken. Hier auf dieser Landzunge kann man unglaublich gut Getränke fahren. Oh, um die Uhrzeit sollte ich doch keine Aufnahmen mehr machen. Ach, schön. Prost, sage ich nur. Berwit, greift doch nicht immer den Hintersten an. Das machen die ganz gerne, ne? Wenn ich schon alle Angriffe durchgeplant habe und es ist nicht klar. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal heilen, ja? Im Kampf heilen, wohlgemerkt. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Halt, da stimmt was nicht. Ich kann nicht alles machen. Was ist denn hier los? Alles steht auf Hitze. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Schwachsinn. Pack mal dahin. Zack, zack. So, jetzt stimmt's wieder. Das ist aber heute auch ein bisschen kompliziert geworden. Na gut, zurück zum Tiny Bronco. Und wir können ja mal ein bisschen Revue passieren lassen, die Handlung bisher. Bisher ist es ja so gesehen eine Heldenreise im klassischen Sinne. Wir verfolgen klare Ziele, wir verfolgen Sephiroth. Jeder Charakter kriegt seine Story. Seine Hintergrundstory. Wir haben schon einiges über Barrett erfahren. Naja, über Tifa auch so ein bisschen zumindest. Red 13 hat schon von seiner Vergangenheit erzählt. Jetzt hatte Yuffie auch seinen Handlungsstrang. Ja, Sids tragische Geschichte mit der Rakete. Unvergessen. Bin gespannt. Ja, Erwis Hintergrundgeschichte kennen wir natürlich auch schon. Ich bin gespannt, ob es entsprechend weitergeht. Und jetzt müssen wir wirklich mal schauen. Cosmo Canyon ist sofort da vorne. Was für ein Zufall. Es ist, glaube ich, winkend im Zaunpfahl, dass man hier so gut und schnell zum Cosmo Canyon kommt. Besuchen wir mal den guten alten Bugenhagen. Wow. Seit wann kann ich so viel Schaden machen? Das ist ja unfassbar. Also die Waffen aus Wutai, die haben sich gelohnt, würde ich sagen. Hallöchen. Willkommen im Cosmo Canyon. Fühlt euch wie zu Hause. So, ich hoffe, dass Bugenhagen nach wie vor da oben auf der obersten Klippe wohnt. Das war hier lang, oder? Nein, es war die Leiter hoch. Bugenhagen, hallo. Hallo? Ist natürlich nicht hier. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Nein, hier ist er auch nicht. Na. Er könnte natürlich noch hier sein. Da ist er. Hallo? Hohoho, ihr Leute. Wo ist Nanaki? Ich hoffe, er macht euch keinen Ärger. Nö, er macht uns keinen Ärger, aber ich hätte jetzt gehofft,
dass du uns noch etwas hättest erzählen können. Er ist eigentlich auch der einzige Gesprächspartner, von dem ich mir jetzt so vorstellen könnte, dass er weiß, wo dieser ominöse Tempel ist. Dann müssen wir jetzt gleich einfach mal die Karte studieren, würde ich sagen. Und uns überlegen, wo wir hin müssen. Und erstmal zurück zum Tiny Bronco. Denn ziemlich sicher werden wir das ja über den Seeweg erreichen müssen. Hallo? So. Wir sind hier vorne. Also, wir sind hier lang gegangen, hier lang. Das haben wir alles abgegrast, einschließlich dieser Ortschaft. Jetzt haben wir natürlich hier nur eine Ortschaft und da, wo wir noch gar nicht waren und am nördlichen Kontinent waren wir auch nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Ich lasse jetzt mal die große Karte etwas auf, einfach damit ich mich besser orientieren kann. Ich hoffe, das ist okay. Die überlappt natürlich so ein bisschen das Spielgeschehen. Da war Rocket Town. Wir erinnern uns. So, jetzt ist die Frage, ja, hier können wir lang. Okay. Wir können zumindest bisher. Ne, da macht es keinen Sinn anzulegen. Vorne ist der nördliche, ich denke mal, es ist ein Kontinent. Wir sehen Schnee. Sollte ich zum nördlichen Kontinent? Sollen wir mal gucken, ob wir da anlegen können? Wir könnten hier anlegen. Aber ob wir hier hin sollten? Die Gegner werden es uns sagen, vermute ich. Ich speichere mal zur Sicherheit. Wenn das jetzt hier ganz haarig wird, dann wissen wir, dass wir hier nicht sein sollen. Ich könnte hier aber natürlich direkt... Hallo? Willkommen in Bone Village, dem Ort für Naturfreunde. Was willst du? Hast du Sephiroth gesehen? Der Mann im schwarzen Umhang? Er hat den Tempel des alten Volks gesucht. Oh, ich glaube, wir sind hier richtig, Freunde. Den Tempel des alten Volks? Er liegt tief im Süden. Der liegt auf der anderen Seite zwischen diesem Ort und der See. Tief im Süden. Auf der anderen Seite. Eine Pyramide, die mitten im Wald steht. Wie kommt man da rein? Du brauchst einen Schlüsselstein. Schlüsselstein? Wie der Name sagt, ein Stein, der als Schlüssel dient. Ein reicher Mann soll ihn haben. Ein reicher Mann? Wir graben. Es ist, als erzählte das Land die Geschichte des Planeten. Möchtest du was? Okay, hier kann man... Uiuiuiuiui. Ja, okay. Also die Armbänder kaufe ich mir natürlich sofort. Teuer oder nicht? Geschenkt. Nein, geschenkt waren sie nicht, aber... Wo sind sie denn jetzt? Da, Diamantarmreifen. Und jetzt können wir auch wieder ein bisschen mehr Materia benutzen. Ich muss mal kurz sortieren. Und überlegen, was hier natürlich noch mehr Sinn macht. Es ist ja gar nicht mehr so viel, was Sinn macht, ehrlich gesagt. Wir können aber ein bisschen umschichten, ne? Also wir könnten jetzt hier Nebenwirkung reinsetzen und extra HP da rein. Dann hätten wir Schutz vor Feuer. Und bei dir könnten wir... Was könnten wir hier? MP-Absorption. Bei was denn? Hm.
Vielleicht ja. So, und was könnten wir bei dir machen? Ich überlege, wir könnten natürlich erstmal Analyse mitnehmen, obwohl das habe ich so selten benutzt. Wir könnten dir auch wieder eine Beschwörungsmaterie geben. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Okay, so, ein reicher Mann. Ein reicher Mann soll den Schlüsselstein haben. Du kannst den schlafenden Wald mit der Mondharfe wecken. Wenn der Wald wach ist, öffnet dir ein Weg. Für die Suche nach Schätzen gibt es eine neue Methode. Mit Bomben simulieren wir Erdbeben und Erschütterungen. Dann überprüfen wir die erzeugten Schallwellen. Okay. Aber reicher Mann. Reicher Mann. Was hat das jetzt zu bedeuten? Wo ist denn hier ein reicher Mann? Ich speichere nochmal ab. Also der Hinweis war ja schon mal gut. Tief im Süden. Tief im Süden. Wir gucken uns nochmal die Karte an. Tief im Süden. Meine Vermutung. Entweder hier oder hier. Was uns aber nicht viel bringt, wenn wir den Schlüsselstein nicht haben. Ich wollte jetzt hier mal tatsächlich einen Kampf haben, um zu gucken, ob wir hier völlig unterlegen sind oder ob die... Gibt es hier am Ende gar keine Gegner? Doch. Oha. Der sieht tatsächlich ein bisschen böse aus. Ja, okay. Wir sind aber nicht unterlegen. Wir sollen also hier sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Oh ja, das hat allerdings Schaden gemacht. Und er hält auch viel aus. Das muss man... Oh, das muss man sagen. Er hält sogar sehr viel aus. Ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut hier. Ich glaube, für den sollte ich viel mehr Schaden machen. Er verteilt zwar nicht immens viel Schaden, das geht alles noch. Alter Verwalter. Na gut, wir wollen ja nicht auf diesem Kontinent hier bleiben. Wir wollen ja eigentlich Sephiroth zu diesem Tempel verfolgen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Das ist doch unfassbar. Warte mal, ich versuche mal Demi als kleinen Hinweis, wie viel der noch hat. Der hat immer noch sehr viel. Mach nochmal. Grundgütiger Himmel. Wir heilen mal den guten Cloud hoch. Wir kämpfen mal weiter, weil wirklich gefährlich wird er uns ja nicht. Aber... Ich mach nochmal Demi. Vielleicht sollte ich auch tatsächlich, nee, wer hatte Bio? Tifa hat Bio. Weiß ich auch gar nicht, ob es so Sinn macht, dass Tifa Bio hat. Macht zwar viel Schaden, aber vergiftet nicht.
glaube, das ist der längste Kampf gegen einen normalen Gegner, den wir bisher ja hatten. Und es ist ein relativ langweiliger Kampf, sorry, wenn ich das so sagen muss. Oh, jetzt fange ich auch noch an, nicht zu treffen. Das geht mir mal gehörig auf den Keks. Ah, jetzt ist er vergiftet, das ist schön. Prompt reagiert er gereizt. Ey, die treffen wirklich nicht mehr. Was soll denn der Mist jetzt? Okay. Jetzt hoffe ich aber, dass es eine gehörige Zahl an... Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Na gut, in der nächsten Folge werden wir dann wieder in den Tiny Bronco steigen. Und weitere Erkundungen machen. Denn wir brauchen den Schlüsselstein und wir müssen letztendlich ja auch den Tempel noch finden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, bis dann. Ciao.